Ich würde ein bisschen was zeigen über Wahrnehmung als Erweiterung. Und zwar geht es dabei darum, dass die Oberflächen, die historischen Oberflächen im bestimmten Zustand und das etwas auslösen im Menschen. Und dieses Auslösen heißt eigentlich ein Stück weit, wie heute neurologisch erwiesen ist, dass man auch sich selber begegnet dabei. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt von historischen Oberflächen, dass ich quasi dort einen Reflexionsraum meiner selbst finde. Ja? Heute ist es neurologisch bewiesen. Vorgedacht ist es eigentlich in der Kunst. Also ich kann jetzt die Oberflächen, weiß ich nicht, wie gut Sie die sehen. Das ist wirklich ein bisschen traurig, dass das jetzt nicht so groß ist, bildschirmgroß. Aber wenn eine Oberfläche so ist, dass ich sehr viel Einzelteile der Technik sehe, wird das wenig in mir auslösen. Sobald ich so eine Fläche hier ganz vergrößere oder nah rangehe, das ist auch jahrelange Beobachtung. Ich habe schon Leute gesehen, die an so eine Fläche herangegangen ist, wenn die eben historisch ist. Das ist jetzt eine Originaloberfläche von 1938. Die ist also nie, die ist nie überstrichen worden, sondern hat eben viele leichte Reparaturen und ist von einer Hochfrequenzendstufe von einem LG 3000 1938 fertiggestellt und nachher zum Aufbau des RIAS in Berlin verwendet worden und insofern immer in der Garage gewesen, die ganze Zeit, also nie überarbeitet worden. Und in 80er Jahren, bis Mitte 80er Jahre noch nachts immer eingesetzt gewesen. Also da drin ist eine große elektrotechnische Anlage. Deshalb haben wir da ein Beispiel. Das ist jetzt so ein Auto, das eigentlich eine große Wirkung hatte, insofern, als ich sogar bei langer Nacht der Wissenschaft und tagsüber, also es sind immer alle dahingeströmt, natürlich wegen diesem Lastwagen, aber ich habe auch gesehen, dass Leute, die dann nah rangegangen sind, begonnen haben auch zu zittern, sich emotional aufzuregen, zu zittern. Ich habe sogar eine Kunsthistorikerin dann gesehen, die auf die Leiter auch gestiegen ist und das nah gesehen hat und die hat buchstäblich vibriert. Das hat mich dann beschäftigt, das ist viele Jahre her und so bin ich der Sache nachgegangen. Und ich gehe jetzt einfach mal, mache ich einen ganz kleinen Exkurs, das sind Dinge, die alle vorgedacht worden sind in der Kunst. Und dann eigentlich in den letzten 30 Jahren Stück und Stück neurologisch belegt worden sind. Wir wissen also heute sehr viel mehr über das Sehen als früher. Es gab sogar eben lange es gab sehr lange sogar eine Theorie seit den 80er Jahren, seit zwei Neurologen dann einen Nobelpreis gekriegt haben, dass wir also quasi vorne einen Bereich haben des Sehens und hinten das eine emotional und das andere intellektuell. Das ist heute wieder widersprochen und es wird, dass es sehr viel vielfältiger gesehen hat, aber eben so mal darüber gezeigt, wie das genau ist. Ich zeige jetzt einfach nur ganz rudimentär, warum die Kunst dann, sobald sie eben die Fotografie gab, befreit war vom Abbilden und vieles entwickelt hat. Wir sehen jetzt hier zwei Sachen von Picasso in jungen Jahren, ganz klassisch, römisch beeinflusst und plötzlich kurz vor dem Ersten Weltkrieg hat er den Menschen die Fassade aus dem Gesicht gerissen unter dem Einfluss eigentlich afrikanischer Kunst, die eben quasi mehr das Seelische zeigt. Zugleich habe ich damals Sachen von Bildnerei von Geisteskranken restauriert, die ganz ähnliche Dinge, ohne jene bildnerische Schulung gemacht zu haben, gemacht haben. Und dann sehen wir hier etwas vom Van Gogh. Auch das ist ein wichtiges Element. Bei Van Gogh kann man sehen, dass seine innere Welt, und das ist ja auch bei jedem Menschen sehr verschieden, der innere Raum,
Da gibt es noch wenig Forschung. Wir wissen also nicht, ob man, wenn man in einer Einzimmerwohnung mit 5 Leuten aufwächst, ob man andere innere Räume hat, als wenn man im Schloss aufwächst. Das ist überhaupt nicht geklärt. Von inneren Räumen ist eigentlich immer nur von besser gestellten Menschen die Rede. Also bei Van Gogh kann man den eigenen inneren Raum sehr gut entdecken. Als Gewinn. Ja. Das sind so Dinge, die es natürlich immer gegeben hat, aber die jetzt hier ausgedrückt werden konnten. Und ich gehe noch ein bisschen weiter. Vor dem Ersten Weltkrieg beginnt dann auch plötzlich, beginnt ganz plötzlich etwas. Es kommen Versatzstücke in Bilder. Das ist jetzt für Braque und Picasso, haben sich weiterentwickelt in der Hinsicht, so als es auf den Krieg zugeht, plötzlich kommen Realitäten, also Zeitungsausschnitte und so weiter in die Kunst. Das war überhaupt nicht denkbar 50 Jahre früher. Also erst mit der Fotografie kann man sowas dann hier, russischer Suprematismus, Malevich, plötzlich kommen solche Zeichnungen, die, ich habe da mal das Papier nur mal aufgenommen, die eben ganz translucide Oberfläche in den einfachsten Industriepapier pflegen und ganz sensibel etwas auftragen. Dann kommt etwas, das ist eine besondere Fotografie, eine Brücke in der Schweiz, und das hier ist nun ein Aquarell von Cézanne. Cézanne hat sich zurückgezogen aufs Land und gesagt, Impressionisten ist alles zu oberflächlich, das sind Langweiler, und hat versucht, quasi nicht mehr abbilden, sondern jetzt das Atmosphärische, das, was ich im Süden in der Luft spüre, wirklich darzustellen. Das heißt, wiederzugeben, so dass ich als Betrachter von dieser Atmosphäre eingenommen werde. Das sind jetzt die Vorspiele im 19. Jahrhundert. Also ohne Cézanne wird es die ganze Gegenwart nicht geben. Und jetzt können wir nur mal ein Auto, was jetzt vielleicht viele kennen, ja, in Berlin ja steht, den Wittler Brotwagen. Da haben wir, das ist, hat eine Studentin wirklich 1,5 Jahre dran gearbeitet, nur die Außenfläche eben so zu reinigen, dass das alles stimmig ist. Da haben wir, und sie hat das genau untersucht, und glücklicherweise ist sie jetzt bereit, schon sie längst die Restaurierung verlassen hat, ist sie bereit, die Arbeit online zu stellen. Sie hat durch die Untersuchungen intensive Beschäftigung mit den Lachen herausfinden können, diese Mattigkeit da oben, kann ich nachher gleich zeigen, kommt daher, dass hier der Lack von kürzöliger Alkylate sind mit zu wenig Öl während des Kriegs. Wittler Brotwagen ist Elektrowagen, und der ist im Krieg hergestellt worden, weil die Pferde an der Front gebraucht wurden. Und deshalb, also die Elektrizität im Automobilbau ist natürlich eben viel älter, als man heute so denkt. Deshalb gab es dann einen elektrischen Wagen zum Verteilen des Brotes. Und nun haben wir genau die weißliche Erscheinung hier oben. Und hier haben Studenten unbedarft begonnen zu reinigen, und schon war das plötzlich hier ausgeglichen, oben und unten. Das heißt, das ist 60er Jahre, reichlich Ölgehalt, und jetzt können wir hier mal weitergehen und sehen, dass, wenn man die beiden Flächen so nebeneinander hält, ist die obere so und die untere so, die ist also hochmatt. Das kommt durch die diffuse Reflexion, zeige ich nachher gleich auch, warum das so ist. Wo ist jetzt die Folie? Die kommt wahrscheinlich ein bisschen später. Warum das so ist, also eine diffuse Reflexion. Dieser Lack hier ist komplett rissig. Feine, feine Risse. Und wenn ich also die quasi einebne, dann passiert etwas, nämlich dass quasi die historische Referenz verloren ist. Sieht man wieder den Lack hier unten, 60er Jahre, brillant klar. Und der andere ist eben sehr matt, also ein historisches Unterscheidungsmerkmal. Das muss ich jetzt nicht unbedingt zeichnen, das ist mir da ein bisschen früh reingeraten, das ist ein System der Retusche an diesem Auto.
wo eben etwas, was sehr auffällig ist, wie weiß retuschiert wird, aber viele stellen hier nur quasi die Linie eingehalten. Das, was jetzt hier ist, erkläre ich das ein bisschen zu früh im Vortrag. Da habe ich also etwas ein bisschen falsch eingeordnet. Es ist ja auch durch die neurologische Forschung heute klar, dass quasi die Rinde des Sehzentrums, da gibt es eine kleine Rinde, und diese Rinde zeigt die Umrisse. Das weiß man wirklich noch nicht sehr lange, vielleicht 25, 30 Jahre. Und da hat man festgestellt, dass zum Beispiel die Gemälde Lascaux, die Höhlen von Lascaux, also quasi die frühesten Kunstwerke, die wir kennen, oder Werke von Menschen, genau diese Umrisse zeigen, die das Erste sind, was der Mensch wahrnehmen kann, dank seiner Sehrinde. Also das sind recht neue Erkenntnisse, die in einem Buch von einem italienischen Neurologen sehr schön dargelegt sind. Wenn man diese oder Vision heißt die Zeitschrift, wenn man da drin beginnt zu lesen, die gibt es seit 60 Jahren, also kann man das eigentlich nicht verstehen, und da braucht man Vermittler, und das hat das ein Herr Maffei für uns geleistet. Ja, das sind ganz wichtige Dinge, die in der Restaurierung bei uns natürlich eine große Rolle spielen. Das, was Sie vorhin gesehen haben, ist hier, also das ist wieder ein Lack in der Nähe, der eine bestimmte Mattigkeit hat. Übrigens auch am Mittelbrotwagen, wo wir sogar etwas mattieren mussten, weil Studenten wieder zu eifrig gereinigt haben und ein Glanz entstand, wo er nicht hingehörte. Ein matter Lack, wenn ich den überreinige, kann ich eben sehr viel Veränderung verursachen. Ja, was jetzt interessant ist, ist, dass wir das, was wir hier sehen, das können Sie vielleicht jetzt nicht sehen, dafür ist das jetzt zu klein. Ich habe eigentlich hier ein Bild genommen, wo dieses war, das ist grau und das ist dunkel. Das ist also auch eine Stelle, die am Wittler-Brotwagen vorkommt. Und das entspricht ganz dem, was nun noch später die Kunst entwickelt hat. Und zwar Barnett Newman, den Namen, vielleicht haben einige das schon mal gehört. Barnett Newman ist einer, der in New York die Farbfeldmalerei, also es sind quasi eine ganze Gruppe von Künstlern, die das dort entwickelt haben und quasi nun suchen, nicht mehr jemand zu haben, der Bilder betrachtet, sondern dem Menschen ein Gegenüber zu liefern, was ihm eben Identität oder Selbstreflexion oder eben Kommunikation mit sich selbst bringt. Das ist und das sind eben sehr ähnliche Flächen. Er schafft ganz ähnliche Flächen, wie wir sie hier an einem historischen Auto haben. Was er aber gemacht hat, er hat genau über Jahre genau versucht herauszufinden, welche Formate brauche ich, dass eben denn beim Menschen etwas ausgelöst wird. Und diese Formate entsprechen ganz oft den Fle gerade den Flächen von großen Lastwagen. Also man braucht quasi etwas breiter und etwas höher als der Mensch selber ist, damit dieser Effekt in hohem Maße und zwar so stark eintritt, dass man sie eben auch nicht beherrschen kann. Es gibt also immer wieder Leute, die vor Bildern dieser Art spontan in Tränen oder in Schreien ausbrechen. Das heißt, es hat einfach einen großen Effekt. Heute wissen wir eben neurologisch warum. 1944 quasi, also als da quasi intellektuelle, bürgerliche Menschen aus osteuropäischem Judentum, aus den Städten kommend, quasi die Welt versucht haben, neu zusammenzusetzen, sind diese Sachen entstanden, die den Menschen, die uns für die Restaurierung natürlich das verändert haben. Die meisten wissen gar nicht, woher das kommt. Aber dass es ganz wichtig ist, dass man eben auf Kanten achtet und dass bestimmte Flächen etwas beim Menschen auslösen, das wir nicht beherrschen können, weil es eben Bereiche sind, die zum Urgehirn gehören, die schwer beherrschbar sind.
Ich habe selber mal in New York von einem Bild gesehen, von Rothko, also das ist auch einer aus der Gruppe der Farbfeldmaler, dass jemand einfach sich hingesetzt hat und plötzlich für Stunden in Tränen zerflossen ist. Also das heißt, es wird etwas im Menschen berührt, wie bei Musik. Und ich habe unterdessen gesehen, dass das für afrikanische Künstler und auch ganz normale Menschen viel einfacher ist. Wir haben also in unserer europäischen Kultur da etwas nicht so sehr wie manche Asiaten und manche Afrikaner es haben. Das ist etwas verloren gegangen. Bei uns muss man das quasi fast wieder lernen. Ich zeige ein bisschen, wie man restauratorisch mit sowas umgehen kann. Ist jetzt nicht immer ein Auto, aber hier haben wir eine große Lokomotive im Technikmuseum. So wird natürlich von so einer Fläche nichts ausgelöst. Das ist jetzt einfach komplett mit so einer Staubschicht überdeckt, nicht gereinigt. Also das hat nichts mehr mit authentisch zu tun. Da konnten wir, nachdem das sind wirklich 20 Jahre gestanden, ohne dass irgendwas gereinigt wurde. Das sind also die mikroskopischen Staubauflagerungen. Das hat damit nichts mehr zu tun. Das löst jetzt nichts aus. Also das kann man so nicht sagen. Aber wir sind dann auch in Reinigung gegangen. Und das sind dann Reinigungsversuche, so dass man wirklich zu der Fläche kommt, wo die öligen Substanzen noch vorhanden sind. Die Stäube waren festgeklebt an Öl. Das sieht man jetzt, das haben wir mit feinstem Trockeneisschnee lösen können. Das Problem, die festgeklebten Stäube, die alles ein ganz anderes Bild. Also mit einer Lokomotive hat das schwer mehr was zu tun. Das ist die P8, das ist eine der, vielleicht wissen das ein paar, also der wichtigsten Lokomotiven, die es in Deutschland gab, die von 1919 bis 80er Jahre mehrere tausend durch Polen und Deutschland gefahren sind. Heute nennt man das deutsch-polnisches Kulturerbe, weil es ja auch in Schichau oder so produziert worden ist. Und die Lokomotiven, ja auch diese hier, sehr lange in Polen gelaufen sind und auch polnische und deutsche Freundeskreise entsprechend haben. Ist bei den Lokomotiven ja immer noch etwas gemeinschaftlicher als bei den Autos. Ja, also man konnte quasi zu dem Fettfilm wieder kommen, indem man da mit Trockeneis Schnee strahlt, um so eine Fläche wieder zu erhalten. Jetzt gehe ich hier weiter. Das ist dann mikroskopisch mal aufgenommen an einer fetten Schraube. Das ist natürlich längst verhärtet, das Fett, aber man kann quasi das doch auch so erhalten, indem mit Trockeneis ist CO2 gefroren und wenn das irgendwo auftrifft, dann dehnt es sich sofort 700-fach auf. Wir haben aber nur feinsten Schneestaub, so dass da also nichts abplatzen kann. Das nutzt man sonst in Druckereien und so weiter. Hier sieht man jetzt von oben die Lokomotive halb gereinigt von der Rüstung aus. Die sind ja ein bisschen hoch, nicht? Und da sieht man die dunkle und dann die staubige Seite. Und mit dieser dunklen Seite ist die Wirkung dann auch wieder eine ganz andere. Hier jetzt mal an der dunklen Seite übrigens Frau Grustev, diese Diplomarbeit geschrieben hat. So, ich kann das ein bisschen weiter zeigen noch, wie man damit umgehen kann mit solchen Flächen. Hier haben wir ein Auto, was wir vor Jahren restauriert hatten. Das ist jetzt die Innenansicht vom Gutbrot. Atlas 8, ja, vom Gutlot ist das. Und da war es so, dass das nun ein Auto war, das am Schluss als Wohnwagen benutzt wurde. Das hat also, ist Es war keine Vertragswerkstatt mehr vorhanden und dann geht das so in der Gesellschaft langsam nach unten. Und da ist es dann immer wichtig, um eben auch
nicht etwas vom Alter auch zu behalten, von der Nutzung, wäre das jetzt reichlich zu chaotisch. Aber hier ist dilettantisch eigentlich was angestrichen worden. Wir haben den schwarzen Decke erhalten im Pfarrerhaus, wo das vollständig war, und hinten hat jemand das als Wohnwagen genutzt, und da haben wir dann quasi die dilettantische angestrichene Farbe, übrigens noch ein Bild aus Süditalien, das haben wir alles konserviert und diese Lackschichten auch wieder angelegt, sodass dann ein ziemlich einheitliches Bild dieses Wagens entstanden ist, ja. Und da gab es dann auch lange Zeit immer wieder große Gegnerschaft und Leute, die plötzlich in Jugendträume verfallen sind, in heftigster Art und Weise. Deshalb zeige ich das auch. Das kann ja nicht jeder sofort verstehen. Wir haben auch hier also alles erhalten. Der Unterboden, das ist der Unterboden, teilgereinigt, so dass wir gesehen haben, aha, hier war kein aktiver Korrosionsschutz. Das war nur ein bisschen rot überpinselt. Und so geht das quer durch. Ich zeige das an einer ganz anderen Stelle jetzt nochmal. Das ist der älteste Eisenbahnwaggon, den es noch gibt in Deutschland, im Technikmuseum. Der ist leider vollkommen überstrichen. Aber da haben wir auch nur mal begonnen zu suchen nach den Spuren, wie sowas beschichtet war. Und haben einiges herausfinden können. Lange hieß es immer, ach, das war für die armen Weber nach dem Weberaufstand. Ja, und dann zeigt es sich mit der Zeit, dass darunter also Dekorlinien waren, die natürlich nicht für die armen Weber gemacht worden sind. Ja, ich habe jetzt diese Präsentation erstmal so zusammengestellt. Ich wusste nicht genau, wie viel Zeit ich habe. Hätte dann noch eine zweite, aber vielleicht ist das jetzt zu viel. Das kann ich schwer einschätzen. Jetzt würden wir einfach noch so eine Tür sehen. Prinzip eine Retusche hier, von der Mattretusche ist hier gemacht. Und was hier nun vom Theoretischen her, was wir jetzt wissen, immer die Umrisse müssen eine Klarheit haben, würde man hier noch ganz fein diese Kanten unbedingt einretuschieren. Das ist bisher da nicht passiert, sondern der ist insgesamt mattretuschiert worden. So, jetzt bin ich einfach mal durch das Thema hindurchgerannt. Ausgangspunkt von dieser ganzen Studie ist eigentlich ein Spruch von Schopenhauer, der schon gesagt hat, also wir haben die Erkenntnis von Objekten, und dann gibt es noch etwas, eine gesteigerte Sensibilität der Sinne. Das hat der Wissen verachtet. Das ist ja auch europäische Geschichte. Eine gesteigerte Sensibilität sind Stellen des Leibes, welche für die Einwirkung anderer Körper in höherem Grade empfänglich sind. Und das hat er geschrieben im Vom Sehen. Und wenn man das verfolgt, ist das ein Thema, womit man sich eigentlich seit Urgedenken der Menschheit immer wieder auseinandergesetzt hat, wie das Sehen sich auswirkt. Und es ist sehr spannend zu sehen, dass es heute neurologisch ganz klar bewiesen ist, dass das Sehen was vom Komplexesten ist, was wir haben, und dass das Sehen nur abhängig ist von dem, was ich als Kind lerne und was ich gewohnt bin, und ich eigentlich niemals ganz neutral sehen kann. Das wissen wir heute alles, und dass die Emotionalität dort enorm groß sein kann, ohne dass wir das je bemerken. Das wissen wir eben auch. Es gibt also da in der neurologischen Forschung dann in den 80er Jahren ganz wichtigen Nobelpreis von zwei Deutschen, die an der Harvard University da geforscht haben. Also erst so lange wissen wir, dass das, was da eben in der Menschheitsgeschichte immer wieder vorkommt, schon also in der Höhle von Lascaux,
Die hätte ich gerne ihn gescannt gehabt vorhin noch, aber der Scanner hat genau heute seinen Geist aufgegeben. Aber das kann man sicher im Internet nachgucken, hat ich dann nicht mehr Zeit, das rauszuholen. Also schon dort ist klar, was die gezeichnet haben, ist heute, was wir wissen, was wir als erstes kennenlernen, schon als kleine Kinder und was wir als erstes erfassen, auch von Gegenständen. Insofern wird eben Retusche immer so sein. Also das haben wir natürlich immer gelernt in der Retusche, erstmal eine Klarheit schaffen entlang der Kanten. Alles andere ist nicht ganz so wichtig, damit ein Mensch, der sich nicht dauernd mit sowas beschäftigt und nicht stundenlang, wenn man restauriert, ist man ja wochenlang vor etwas, dann kann man das natürlich erfassen. Wenn man sich nur kurz damit befasst ist, müssen diese Kanten stimmen. Und das war für mich jetzt bei dieser Recherche auch neu, dass wir heute wissen, dass das neurologisch sogar ein Fakt ist, was man natürlich von der Wahrnehmung her immer so entdeckt hat. So, das war jetzt die ganz kurze Präsentation. Ich habe noch eine, wo dann also mehr an Farbflächen vor ist. Aber ich habe gedacht, ich will nicht alle überstrapazieren mit so einem Thema. Erstmal. Also Sie fordern uns heraus, denn Sie haben uns ja in einen ganz neuen Kosmos geführt, wo wir alle, glaube ich, noch nicht drüber nachgedacht haben. Deshalb würde ich jetzt vorschlagen, dass wir erstmal Fragen stellen und vielleicht dann nochmal hinterher in die zweite Präsentation einsteigen. Ich würde Sie bitten, nur den Bildschirm jetzt auszustellen, sonst kann ich Sie wieder killen, wenn Sie das möchten. Das kann ich auch machen, das ist vielleicht einfacher. Dann sehen wir uns, nein, jetzt sehen wir, was ich sehe. Gegenseitig. Gegenseitig. Ja, ich Genau. mache einfach die Präsentation aus. So, Fragen. Seid ihr alle sprachlos? Ja. Überlege gerade an der LD, mit dem ich gerade hierher gefahren bin, als prähistorisch gilt und wann der ausgegraben wird. Nein, also ich war Ich zumindest. kann Ihnen das von vielleicht so mal zeigen, von Lascaux, wenn man das sehen Ja, kann. ja. So sieht man es auch in der Höhle. Ja. Genau. Und das sind genau diese Tiere im Umriss. Und genau das ist das, was wir als erstes sehen lernen. Ist schon genial, dass die das vor 30.000 Jahren, 32.000 Jahren, quasi das erste waren, was sie wahrgenommen haben von Tieren und das an die Wand gemalt haben. Das ist schon großartig. Und dass wir dann so was wie Barnett Newman haben. Ich könnte eine ganze Präsentation über Barnett Newman machen, aber es ist ja immer wieder passiert, dass diese Bilder von ihm ja zerstört worden sind, weil Menschen sich verfolgt fühlten von, also die so eingenommen wurden, das Berliner Bild und das in Amsterdam, der größte Skandal, eine Kunstrestaurierung war in Amsterdam, da mussten zwei Minister zurücktreten und weiß ich was alles. Also das sind Bilder, die doch eine heftige Auswirkung einfach haben. Er hat das bis ins Detail erforscht und, aber das könnte ich auch dann ein andermal machen, habe ich eine Präsentation, wo man seine differenzierte Maltechnik dann sieht, um eben dieses Vibrieren im Inneren auch wirklich auszulösen. Und das bieten halt die historischen Oberflächen. Und wenn man sie neu streicht, ist das halt dann abgeschlossen und dann hat die Seele Ruhe, kann man sagen. Aber es ist nicht mehr die gleiche Art von Kulturarbeit, dass man sich eben mit sich selber und anderen beschäftigt. Das ist der Unterschied. Ja. Ulf, du wolltest aber sagen. Außer dass ich den ganzen Abend zuhören könnte. Wir hatten heute Eignungsgespräche. Kommt 10 neue. Wenn wir auch einen 11. noch nehmen. Ich erinnere mich auch noch gut, als ich an der HTW an der langen Nacht der Museen war und wir uns beide bis um 12:30 über Japanpapier unterhalten haben. Ja, sehen Sie. Die Weiß Japaner ich auch, sind dass da wir. auch sehr gut in dieser Sensibilität. Da waren wir bestimmt zwei, wir beide zugange. Wer hat denn noch was zu Ja. sagen zum Thema? Vivian. Vivian? Sprich, musst du dein Mikro anschalten? Ja. Ja. Ist sehr schwer zu verstehen. Ich war jetzt Jetzt gut. besser.
Besser. Ja, jetzt hört man es. Ja. Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich war im Studium irgendwann auch mal unterwegs in dem Bereich. Also ich habe mal Tischler gelernt und mal Restaurierung studiert. Und ganz großartig. Und was ich so großartig finde, und was ich komme aus allen wirklich, wirklich Mark und Bein gegangen ist, ist diese faszinierende Mischung aus einem theoretischen Ansatz, der dann bis wirklich in den Quadratzentimeter Lack geht und wie ich damit mache. Ja. Und ich finde es auch gut, dass Sie uns mit diesem theoretischen Ansatz herausgefordert haben, weil ich glaube, dass so spannend es auf dem Weg zu verstehen, was es eigentlich ist, wenn wir mit dem alten Auto durch die Gegend fahren und plötzlich steht einer an der Ampel und wir meinen, das Bildchen im Knopfloch sehen zu können, weil diese emotionale Ergriffenheit, nun haben die Autos, mit denen wir fahren, ja nicht alle Lastwagen-Dimensionen. Das fand ich jetzt interessant an der Darstellung. Mich würde interessieren, ob Sie auch sozusagen andere Gehirn-Urschleim-Merkmale bei alten Autos festmachen könnten, die eben so in diese emotionalen... Ja, also das gibt es auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja die allerschwierigste Restaurierung, die wir hatten, ein Lloyd mit dem blauen Kunstleder. Und das ist das letzte originale blaue Kunstleder. Und das zu reinigen, haben wir schon eine ganze Masterarbeit, die sich nur mal mit diesem Kunstleder und seiner Färbung beschäftigt. Und das ist schon sehr ergreifend, auch wenn man jetzt da näher dran ist. Die großen Flächen habe ich einfach beobachtet, dass ganz viele Leute miteinander kommunizieren, also zum Beispiel wir bei der langen Nacht über Japan-Papiere, völlig egal. Oder dass die Müllmänner den Wagen auf der Straße stehen lassen vor der Pforte und herkommen, um sich die Sachen anzusehen. Das ist schon, ich habe sowas wie diesen Lastwagen in der Dimension. Und dass so viele Menschen, die noch nie miteinander zu tun hatten, miteinander diskutieren, vorher nie erlebt. Und ich finde es eben traurig, dass Technikmuseen die Sachen, das habe ich auch in einem Artikel geschrieben, im Kunstmuseum wird das dann alles so positioniert, dass es wirken kann. Und im Technikmuseum wird es immer positioniert, damit man was über Technik lernt. Und nie so positioniert, dass der Mensch sich eben damit mit dem anderen unterhalten kann. Also es gibt nie genügend Raum. Und das ist ein Trauerspiel. Ja, finde ich sehr schade. Und ich habe es ja auch einen Artikel geschrieben für Leibniz, die ganzen Museumsdirektoren in Deutschland, die gesagt haben, ich spinne, also mein Vortrag ist alles an Haaren herbeigezogen, ist doch nur ein altes Auto und so weiter. Und ich versuche immer, diese Welten ein bisschen zu verbinden und habe daher jetzt da auch einen recht scharfen Artikel geschrieben, was eigentlich Demokratie und Kultur ist. Ja. So ist das dann. Ja. Andere Wortmeldungen. Ich habe mal eine Frage dazu. Mhm. Ja, bitte. Und zwar, ich bin ja nun ein Händler. Ich bin ein Händler, der mittlerweile auch in anderen Zähren unterwegs ist. Gibt es private Kunden, gibt es private Leute, die das erkennen, die sowas wollen? Bei mich zerreißt es zum Beispiel, wenn man jetzt ein Auto aus den 50er, 60er Jahren statt mit Nitrolack, mit den normalen herkömmlichen Wasserlacken jetzt lackiert. Für mich ist die komplette Emotion danach raus bei dem Auto. Ja, es ist ja so. Es ist ja so. Dass wenn Leute mit viel Geld, die sich einen klassischen Porsche bei mir restaurieren, eigentlich danach todglücklich sind. Mhm. Weil die komplette Geschichte, die komplette Emotion, das Herz alles weg. Ja. Es ist komplett weg, auch in meiner Welt ist das so. Gibt es denn wirklich Leute, die sagen, ich möchte sowas haben? Gibt es so eine Aufträge oder gibt es wirklich nur Aufträge aus der Kunst oder aus den Museen? Also in den Museen hat man auch einen Kampf, das durchzusetzen. In den technischen Museen? In technischen Museen gibt es viele Kuratoren, die auch nicht die internationalen Regeln kennen für Museen. Ja?
Und die Vorgaben für Restaurierung, primär das historische Material zu erhalten. Im Museum ist das die Aufgabe. Es muss natürlich nicht, wenn es funktioniert, muss man was tauschen. Aber ich bin ja immer dafür, dass man quasi von jedem Auto ein historisches in Deutschland erhält. Das werde ich nicht durchsetzen, aber ich schlage es immer wieder vor. Aber es gibt auch in Frankreich recht viele, die da anders sehen. Und es gibt die Sammlung, die in Göttingen war sie ausgestellt, nicht? Wie hieß denn die Sammlung? War doch Göttingen, nicht? Bei Hannover, in der Nähe von Hannover. Die große Sammlung aus Frankreich, die sind ja alle authentisch erhalten. Das heißt, das ist natürlich schon etwas. Deutschland ist ein erschüttertes Land, wo man nicht seit 200 Jahren oder 300 Jahren auf dem gleichen Flecken wohnt und genau eben wie Polen auch erschüttert ist. Also das merkt man an solchen Dingen, dass man hofft, zustreichen. Ich diskutiere ja immer wieder auf der Messe mit denen, die 200 und 300.000 für irgendeinen Mercedes bezahlen. Und die sagen immer wieder, es muss makellos sein und irgendein Kratzer, dann ist das alles nichts mehr. Das heißt, das sind Menschen, die sich wünschen, dass alles geschlossen ist, die sich nicht mit Geschichte beschäftigen möchten, wo das eine Drohung ist. Und sowas gibt es ein bisschen, ja. Sehr gute Information, vielen Dank dafür. Wo bekomme ich mehr davon, mir mehr anzuschauen? Weil es berührt mich gerade wirklich. Ich habe jetzt einen Artikel in der Leibniz-Buch geschrieben dazu und ich lehre das natürlich pausenlos bei uns in der Hochschule. Es ist so, dass so ein richtiger Markt noch nicht aufgebaut ist, aber es gab einen Abteilungsleiter eben im Technikmuseum Gottwald, der ist leider sehr früh verstorben. Der war früher Anwalt und hat sich einzig und allein eigentlich der Deportation der Juden dann gewidmet, historisch, Reichsbahn und Vernichtung der Juden. Und der hatte von Anfang an, schon 84, also in Technikmuseen haben wir geschrien und gebrüllt. Und weil ich mich nicht durchsetzen konnte, habe ich ja dann auch gekündigt und hatte dann das Glück, dass wir einen Studiengang eröffnen konnten, dank dem Kultursenat, der das nun wiederum eine gute Idee fand, so zu machen. Also es gibt da manchmal Unterstützung, aber es gibt immer wieder Tendenzen, dass es doch, eine Lok zur Gazak gebracht wird und nach DIN-Norm gestrichen. Und genau zum Beispiel eine Lok, wo mir der Gottwald, der eben leider kurz nach der Pensionierung gestorben ist, der hat gesagt, er zeigt mir mal, warum man nie einen Verein an der Lok lassen soll, wie das hinterher aussieht. Ja. Und ich habe jetzt auch in dem Artikel die Lokomotive, die da ist, aus Polen gekommen ist, da steht immer die deutsche Lokomotiven, in Polen sind sie produziert worden und in Polen sind sie gefahren, habe ich geschrieben, es ist ein deutsch-polnisches Kulturerbe, weil es gibt mehrere Freundeskreise, die kommen immer nach Berlin, um das anzugucken und da steht immer, es ist eine deutsche Lok, ob schon sie ein Schichau, was heute Polen ist, produziert wurde, sowas stört mich einfach. Also ich finde, man muss ein bisschen Respekt haben, auch vor diesem dramatischen polnischen Schicksal, wo einfach alles verschoben wurde und sie natürlich jetzt ein deutsches Erbe haben. Und dann muss man auch sagen, okay, es ist eben beides. So wie die Inder sind da großzügig. Ihren Bahnhof in Neu-Delhi sagen sie, es ist Shared Heritage, England und Indien. Also die haben da eine ganz andere Großzügigkeit und in vielen ehemaligen Kolonialorten, wo man selbstbewusst ist, sagt man, es ist Shared Heritage. Und ich glaube, dahin sollten wir auch kommen. Ja, so würde ich sagen. Es gibt ja eben noch andere Dinge, die so interessant sind in diesem Bereich. Das ist Deutschland hat ja während des Nationalsozialismus geforscht wie nie ein anderes Land auf der Welt. Die Amerikaner haben sich das alles übersetzen lassen, weil sie diese Forschung so wichtig fanden. Sie haben sich, ich habe ganze Bücher, wo die Amerikaner, die deutsche Forschung im Metall, im Lackbereich und so weiter, die haben, auch wenn noch fast kein Öl mehr da ist, eben die Autolacke herstellen können. Sie haben es bei der S52 ja geschafft,
weil es war kein Kupfer mehr da, ja, und es musste ja irgendwie, die Lok brauchte ja das, wie sagt man, selbstschmierende Metall, wie sagt man, das ist jetzt das falsche Wort, quasi, dass das nicht festsitzt, ja, man brauchte ja Kupfer. Die haben es geschafft, innerhalb weniger Jahre ein Eisenmetall zu entwickeln, ich kenne die Zusammensetzung nicht, so dass die Lok ja, die SS 52 konnte ja quer durch ganz Russland fahren, dass die ganz weit fahren konnte. Und davon will auch niemand was wissen. 38 Bände Textiltechnik haben wir gefunden in der Staatsbibliothek, meiste Kriegsverlust. Es hat sie noch nie jemand angefasst. Es will niemand das wissen. Man will lieber 18. Jahrhundert forschen, als sich mit dem 20. Jahrhundert, wo fulminant geforscht worden ist. Und das sind Dinge, die wir tun. Das sind, das finde ich eben interessant. Und es sind sogar die Projekte 15 Jahre lang immer abgelehnt worden, die sich mit Materialgeschichte befasst haben. Die Kulturhistoriker haben mir dann zum Teil gesagt, also ich komme ja selber aus der Kulturgeschichte ursprünglich, aber die haben mir gesagt, ich hätte zu wenig Gefühl fürs Material. Das wäre alles viel zu hart da, so wissenschaftlich. Habe ich gesagt, naja, was war es denn sonst? Das war natürlich hart und zwar immer kriegsrelevant. Das ist ja logisch. Ja. Also ja, das ist eine Gesellschaft und das ist eben wie das Zustreichen. Ich sehe das so ein bisschen von außerhalb, weil ich Italien, Frankreich sehr gut kenne und sehe, dass da eben in Deutschland versucht wird, von denen die alles zuzustreichen. Das ist, ist so. Man findet zwar die italienischen Städte so schön, da ist ja vorgeschrieben, dass da nie ein moderner Putz ran darf, der eben dicht macht, sondern das Tiefenlicht, das Kalkputz. Aber da sind ja immer Flecken. Und in Deutschland würde man dann den Putzer sagen, jetzt musst du nochmal kommen, da sind Flecken. Nicht? Wenn ich nicht opaken Putz habe, sondern transluziden, entstehen Wasserflecken. Und die findet man in Italien schön. Und wenn es in Deutschland ist, muss alles zugestrichen werden. Vivian. Das ist so. Ich wollte noch mal fragen, wir hören dich schlecht. Du musst ein bisschen näher an das ans Mikrofon gehen, glaube ich. Ich gehe näher am Bildschirm und denke, ich verstehe es besser. Ja, genau. Jetzt versuch's also, nochmal. Ja, ich versuche es. Ich versuche es hiermit. Dr. Ja. Gundula Tutt wird am 17. Juli PS-Speicher die erste analoge Veranstaltung eröffnen, die im PS-Speicher wieder möglich ist. Ist das von den Ergebnissen her, von Ihrer Art zu arbeiten, etwas, was ganz auf Ihrer Linie ist oder was erwartet einen da? Also sie hat ja das wunderbare Buch geschrieben, ja, über die Zellulose-Nitratlacke. Nun habe ich ja nie mit ihr so gearbeitet, also ich weiß nicht, wie weit sie auf die transluziden Sachen der Lacke achtet. Das kann ich nicht sagen. Also ich hatte Kontakt mit ihr vor 25 Jahren. Sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ein paar, die heute im parlamentarischen Arbeitskreis sind, damals meine Homepage textlich kopiert hatten und statt technisches Kulturgut immer automobiles Kulturgut eingesetzt hatten. Und auf dieses Plagiat hat es, so haben wir uns kennengelernt. Das war sehr nett. Und da habe ich dann irgendwann gebeten, dass sie das sein lassen. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es ist einer der Herren, der immer noch rumspaziert. Es gab ja. Aber sonst hatte ich eben leider nicht so viel zu tun mit ihr bisher. Ja. Also Gundula Tutt ist eine hervorragende Restauratorin und sehr viel praktischer unterwegs und weniger theoretisch, was ja auch logisch ist. Und ich spinne gerade den Vorschlag in mir, bei einer der nächsten Konferenzen oder Talks mal den Martin Walz einzuladen. Der hat im Schwarzwald eine Sammlung und arbeitet sehr intensiv mit ihr zusammen und habe ich auch schon gehört, Martin Walz, ja. Das ist der ist so beseelt, dass er die Autos, also eine besondere Provenienz französischer Karosseriebauer hat er besonders im Fokus. Der sammelt die Autos, der baut sie wieder auf, verauktioniert sie, weil er sagt, wenn sie dann authentisch restauriert sind,
interessieren sie mich eigentlich nicht mehr. Hm. Und dann kaufe ich lieber neue und fange wieder von vorne an. Und Gundula tut es in der Tat seine Lackspezialistin. Ja, macht sehr, sehr gute Arbeit, was das angeht, und ist sicherlich eine profunde Kennerin. Ja, auf jeden Fall. Ja, das hat man ja schon gesehen. Jetzt sieht man auch am Buch, habe ich sofort gekauft. Das habe ich natürlich. Ja, ist ja logisch. Da kann man viel nachgucken. Ja, das ist wirklich spannend. Sie haben gerade in einem Nebensatz erwähnt, dass Sie von der Konservierung sich erhoffen oder von der kulturhistorischen Seite her, dass von jedem Auto ein Exemplar erhalten wird oder von jedem Typ. Das ist natürlich bei der Vielfalt der Automobile, ja, die es gibt, nicht mehr ganz so zu leisten. Aber was haben Sie da für Vorstellungen und Ideen und aus welcher Motivation heraus? Naja, ich meine, es ist ja in Deutschland, wie gesagt, ich sehe es ja eben von außen, ist es wirklich das wahrscheinlich wichtigste Kulturgut. Wenn Sie nur an die Masse der Menschen denken, die sich dafür interessiert. Und ich bin immer der Ansicht, dass da die Kulturpolitik, ich sage es ja immer wieder gesagt, es gibt noch nicht mal eine richtige Motorengeschichte oder was auch ich, das gibt es ja alles noch nicht. Das ist, finde ich, dramatisch im Verhältnis zur Masse der Menschen. Also ich bin da immer sehr demokratisch eingestellt und deshalb habe ich mich dem auch zugewandt, weil ich gesehen habe, dass die Technik in Berlin so wichtig ist. Ja? Ich kam ja aus der Kunstrestaurierung. Das ist natürlich, wenn man da drin steckt und alles sehr kuschelig. Und mit der Technik ist es nicht immer, es gibt ganz viele Stimmen. Ja? Da hat man mit vielen Vereinen zu tun und die. Und das finde ich eben schlecht, die sich alle ihren eigenen System zusammenbauen. Also da ist überhaupt wenig, ist keine Balance des Inputs von Geisteswissenschaft, Geschichte und dem, was vorhanden ist. Das ist, finde ich, einen großen Fehler gesellschaftspolitisch. Jetzt muss ich nur lachen bei dem Bild, was ich da sehe. Also ich halte das für wirklich eine Arroganz von Universitäten, dass sie da nicht mehr machen. Wir haben sie auch mal versucht, durch eine Stiftungsprofessur im VDA vielleicht mal was zu erreichen. Die sind auch nicht interessiert. Ja, Mercedes-Benz hat gesagt, naja, wenn ich ihnen helfe, die den Lack fälschen, ihren Originallack, dann sind sie für eine Zusammenarbeit ja, bereit. Und ich möchte natürlich nicht, dass wir quasi die Polizei spielen und sagen, das ist ein Fälscher und der muss bestraft werden. Also das kann nicht sein. Also das ist, ja, das ist sehr schade, dass da wenig Bewegung gibt. Wie gesagt, aus Polen kommen immer wieder, ja, zu der einen Lok verschiedene Vereine, die besuchen, weil es ihnen so wichtig ist. Ist vielleicht einfach ein Wohlstandsproblem, dass man mehr Geld hat in Deutschland. Das kann schon sein, dass man daher die Emotionen ein bisschen weiter wegstecken kann. Ich kann es nicht sagen. Aber ich finde einfach, es muss demokratisch zugehen. Ich wäre dafür, wenn wir jetzt nochmal auf die Autos kommen, dass Museen dezentral sind, dass es quasi in jedem Vorort, irgendwie eine Kultureinrichtung gibt, und das gerade das technische Kulturgut ist da sehr vermittelnd, aber es kann ja auch Musik sein, dass alles in der Innenstadt ist und dann irgendwo Schlafstätte, wo die Leute quasi gefüttert werden mit Chips und Cola. Also das ist, ja, finde ich nicht gut. Ich fände es also besser, es würde von mir aus Technikbusse geben, wie Bibliotheksbusse und mit Kindern was gemacht werden an Nachmittagen und so weiter. Also ich sehe da eigentlich bei dem Rieseninteresse, dass Industriekultur, ich kenne ja auch die Radiobastler-Szene ein bisschen, das sind ja Hunderttausende, wenn man so will, in Deutschland. Da ist nichts an Substanz aus der Kultur, die da unterstützend weiter arbeitet, und das finde ich nicht gut. Ja, das ist eine
schlechte Balance. Wir hatten das erste Großobjekt, was wir hatten, war es vor vielen Jahren, ist im Krankenhaus Herzberge in Berlin, das Kesselhaus. Und dort haben 50 Frauen an der Restaurierung mitgearbeitet. Das hat den Denkmalpreis bekommen. Eine Diplomandin von uns hat das nach dem Diplom gleich betreut. Ist nur 4 Stunden die Woche bezahlt worden von der Denkmalpflege. Und das hat den Denkmalpreis bekommen und funktioniert bis heute als Kulturdenkmal. Ist eben in diesem Lichtenberg, wo nicht viel ist, ein Ort, wo die Menschen sehr gerne hingehen. Und das, finde ich, ist wirklich ein geglücktes Projekt dort. Und das ist bis heute, sind das Lichtenberger, die das alles erhalten. Schön. Er bringt mich immer zum Lachen. Wir finden dieses Engagement sehr beeindruckend, dass Sie hier an den Tag legen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Gebt zu, ihr seid alle überfordert. Ja. Sind jetzt alle ermüdet. Ja. Also ich hatte auch eine Präsentation, wo ich die Texte von Schopenhauer mit drin hatte. Da habe ich gedacht, ja, das können wir in 2 Jahren machen. Da muss ich vielleicht 3-mal sowas vortragen. Nein, also mit Schopenhauer habe ich die Herren und Damen auch schon vor 14 Tagen herausgefordert. Milan Sikora meldet sich zu Wort. Ja, Frau Professor, ich hätte eine Frage an Sie, und zwar: Was hätten Sie, welche Empfehlung hätten Sie für uns, die wir zwar gerne in Museen gehen und bewundern das, aber doch auf der Straße leben, also das, was die Historik betrifft, wir bewegen das direkt. Wir können zum Beispiel die Stellen nicht manchmal in ursprünglichen Zustand lassen. Ja, das ist aber doch auch in Ordnung. Ich sage immer nur, das Museum selber hat eine andere Aufgabe. Genau. Das Museum. Und ich finde es falsch, wenn das Museum hingeht und die Sachen renovieren lässt. Das finde ich falsch, weil das Museum hat eine andere Aufgabe. So wie wir auch Blumen pflücken, ja, zum Beispiel. Aber das Naturkundemuseum hat die Aufgabe, die Natur von jeder Pflanze so und so viel aufzubewahren. Ja, ich habe in meiner Jugend Papier und Buch restauriert und habe vom Alfred von Halle habe ich das ganz berühmte Herbarium restaurieren dürfen in Teilen, das heute in Paris ist, in der Bibliothek Nationale. Und dort war es sogar so, dass er Pflanzen aufbewahrt hat, je nach Bodenqualität, um zu sicherzustellen, wie die wachsen. Und da habe ich gesehen, was für eine riesige Sammlung das gegeben hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände. Wir hatten also nur einen, den wir eben konserviert haben und ausgestellt haben. Das ist auch richtig. Das ist, und wenn man nun so ein Autoland ist, was so viel Technik entwickelt hat wie Deutschland, ist es ja ganz wichtig, dass ich das Originalmaterial an einer Stelle erhalten habe. Und das ist ja das, was zur Restaurierung von technischem Kulturgut, wir sind ja leider der einzige Studiengang eigentlich geblieben, man hat damals gehofft, mein altem Geschrei und Getobe in den Museen, die es gegeben hat in den 70er Jahren, ob diesem Konflikt wird sich was verändern. Das ist ja ausgegangen vom Science Museum. Dort hat der Abteilungsleiter, mir kommt vor, das habe ich vor ein paar Wochen schon mal erzählt, der Abteilungsleiter Automobil hat gesagt, ich habe die ältesten Autos der Welt. Ich kann kein einziges Material untersuchen. Es ist alles renoviert worden. Ich habe nichts. Ich kann nicht erforschen, wie sind diese Autos wirklich gewesen. Ja, jede Generation hat dran rumgebastelt. Und der hat dann gesehen, wie man das weitermacht und weiter die Autos des Science Museums fährt und renoviert und streicht. Und der hat sich so aufgeregt darüber, hat immer lauter, und dann hat er irgendwann gekündigt. Ich habe dann auch gekündigt im Technikmuseum. Hatte aber eben einen treuen Partner dann immer noch in der Eisenbahnabteilung. Und bei den Autos konnten wir auch einiges machen.
Ja. Aber das ist, vieles ist dann einfach weg. Und das zieht ja den jungen Leuten den Boden unter den Füßen weg. Weil, wenn ich nirgends stehe, es ist doch egal, ob es ein Ziegenhofer oder eine Motorradwerkstatt. Aber ich muss ja irgendwie mit meiner Ahnenschaft und Vergangenheit in Verbindung haben. Und das muss ja mehr sein als der Hartz-IV-Satz, finde ich. Und mehr als Chips und Cola. Und das ist, ich habe das eben vor 30 Jahren angefangen, weil ich gesagt habe, dass die Gesellschaft teilt sich sonst und sie teilt sich immer mehr. Und das finde ich nicht gut, finde natürlich niemand gut, aber ich habe gesehen, dass es da wirklich ein bisschen ein Problem gibt in der Kulturpflege in Deutschland, dass nicht alle Kultur gleichen Wert hat. Und ich sehe eben, dass wenn ein Kulturgut in der Ortschaft gehört, dass es eigentlich dann dem Land gehört. In Frankreich ist es noch schlimmer, gehört alles Paris. Und das ist etwas, was in der Schweiz ein bisschen besser ist. Jedes Dorf und sind 300 Seelen hat sein Kulturgut selber zu bewahren. Und das Land oder das Nationalmuseum muss da ihnen helfen, das zu erhalten. Und das Original bleibt aber dort und nicht umgekehrt. Also man sieht das zum Beispiel bei der Archäologie in Brandenburg und so weiter. Aber auch bei technischen Objekten. Es geht nie eigentlich, es wird dann Architektur erhalten für Architekturtouristen und nicht für die lokale Bevölkerung. Das ist einfach, das ist nicht gut. Also würden Sie sagen, der Ansatz der Franzosen, die ja immerhin ein nationales Automobilmuseum haben, das sich vielleicht unter den falschen Kriterien bemüht, das französische Kulturgut automobil zu erhalten und auszustellen, ist als zentralistischer Ansatz falsch? Ich meine, das ist ja immerhin in Mühlhausen, weil die vorher ja die Brüder Schlumpf enteignet haben, um das überhaupt machen zu können. Ja, Schlumpf war doch die Sammlung, genau. Ja, die Schlumpf-Sammlung steht in, also das war immer nur ein Teil, den man irgendwo sehen konnte. Das Mühlhausener Museum, da haben wir mal mit Hagi eine sehr interessante Präsentation gehabt von diesem Museum und von dem holländischen, wie heißt der Sammler, ich vergesse den. Genau, Lohmann, was auch beeindruckend ist in Den Haag. Es geht ja, ich sag mal, die Kulturpolitik können wir jetzt hier heute Abend nicht so richtig auf die Vorderbeine stellen. Das wird uns nicht gelingen, zumal wir alle da auch nicht so furchtbar engagiert und versiert sind. Aber die Autos, die liegen uns natürlich schon am Herzen, erstens, um sie zu erhalten, zweitens natürlich genau, um das tun zu können, was Sie gesagt haben, nämlich sie in einen originalen Zustand entweder wieder versetzen zu können oder zu erhalten. Und da ist doch vielleicht eine nationale Einrichtung, wo man das zentral tut, auch nicht so schlecht. Ja, das ist nicht unbedingt schlecht, aber es ist dann eben so, dass in der Weite der Landschaft, ja gut, also Frankreich ist da in einer anderen Situation, weil sie eben Italien auch, also die haben einfach eine stabile Bevölkerung, die 300, 400, 500 Jahren am selben Ort lebt. Ja, ich war da bei Sammlern in Italien, die sind auf irgendeinem Gutshof, die haben mittelalterliche Sachen und stellen dann von Lucio Fontane ein durchlöchert, mit dem Messermann ein Bild an die Wand und haben eine moderne Kunstsammlung. Die denken nicht, da muss alles raus. Sie leben in der Tradition mit den modernen Sachen. Das ist, sonst wäre ja Italien längst zusammengebrochen. Die haben also so eine stabile Schicht und in Frankreich gibt es das eben auch. Und das hat natürlich Deutschland durch diese vielen Erschütterungen nicht in dem oder nur an wenigen Stellen, vielleicht an ein paar Stellen, ich weiß es nicht, im Schwarzwald oder in Bayern, ja, kann ich jetzt nicht sagen. Und das ist auch natürlich im Elsass ganz anders.
ja auch mal Deutsch, aber dort gibt es ja auch eine sehr stabile Mittelschicht, hat es gegeben. Ich bin ewig nicht da gewesen. Ich weiß nicht, ob sie es verändert hat. Und das haben wir natürlich in Brandenburg nicht. Zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, die waren vor 150 Jahren noch so ungefähr Leibeigene. Das ist was anderes als eben da im Schwarzwald, die doch sehr früh freie Bauern wären. Das ist einfach etwas, geht über Jahrhunderte eigentlich, wie man selber in der Kulturpflege unterwegs ist. Das ist sicher ein wichtiger Aspekt, aber man kann das durch Bewusstmachen eben ein bisschen fördern, so ein bisschen. Markus Keller ist bei uns Neid und Missgunst, angedenk dieser Aussicht. Es tut mir leid. Alles gut. Aber vorher habe ich es nicht geschafft. Aber Frau Professor Keller, das ist kein neues Phänomen. Es gibt schon dieses berühmte Zitat von Bismarck, der sagte, wenn die Welt untergeht, gehe ich nach Mecklenburg. Da passiert alles 30 Jahre später. Ja, so ähnlich ist es hier auch. Mein Sohn ist am Boden zerstört, weil es hier keine Popcornmaschine gibt. Och, ja, das ist natürlich tragisch, wenn das einzige Problem ist. Muss man selber machen. Muss man dann alles selber machen. Geht auch in der Pfanne, muss man nur Maiskolben kaufen, genau. Ja, man muss nur gucken, dass einem das nicht um die Ohren fliegt. Also ich bitte um Entschuldigung für die Verspätung. Ich habe mit Sicherheit was verpasst. Ich werde es mir dann komplett live anschauen, aber wir hatten ein bisschen Anreise. Ja, ist ja cool. Schön, dass du trotzdem da bist. Und bei Ulf oder bei dir windet es auch noch. Ja, super. Ja, das war bei dir, genau. Ich würde die Diskussion trotzdem noch ein bisschen mehr auf die Frage fokussieren, was können wir tun als Autoszene, um das Kulturgut Automobil zu, wie soll man sagen, retten ist das falsche Wort. Es gibt ja ungeheuer viele Leute, die ungeheuer viel unternehmen, aber eben zum Beispiel das, was Sie anmahnen, ein, sagen wir mal, Standard zu haben, wo wir darauf zurückgreifen können, um Originalität zu kennen, zu erhalten, zu haben. Und ich sage mal ganz ketzerisch, wenn es in Mühlhaus das französische Nationalmuseum gibt, das auf der Enteignung der Schlumpfrüder, wie gesagt, beruht, aus vermeintlichen Steuergründen, dann stellt sich natürlich die Frage, ob wir sowas nicht auch zum Beispiel in Einbeck im PS-Speicher haben könnten. Ja, aber ich denke, dass das ja doch auch ein Vorteil ist in Deutschland, dass es eben in der Landschaft verteilt ist und dass man eine übergreifende Struktur ja schaffen könnte, wo man sagt, wir gehen, also es hat eben, die Kultur hat so viele Schichten, nicht? Also im Moment fliegt, das haben Sie vielleicht nicht so mitgekriegt, der ganze Weltverband, ICOM, ist die Hälfte des Vorstands zurückgetreten. Der Museumsbegriff wird auf der Welt umdefiniert. Der ist ja immer noch gewachsen aus dem europäischen Bürgertum. Das wollen sich ja die anderen nicht mehr gefallen lassen. Und diese Diskussion führt zu enormen Umwälzungen jetzt schon mal in der Museumslandschaft. Also sind gerade vor 2 Wochen die Vorsitzende und ein Vorstand oder 2, 3 Vorstandsmitglied zurückgetreten und jetzt ist einer aus Sambia zum Beispiel mit im Vorstand. Also Sie mal sehen, da gibt es einfach Emanzipation, die ein anderes Verständnis haben. Aber was wir noch nicht haben, ist eben, dass es doch wichtiger ist, 7 Millionen in Schlösser zu stecken, als quasi das Polster von einem Automobil zu erhalten aus den 50er Jahren. Wenn wir davon nichts mehr haben, ist eben sehr viel, was ja die deutsche Bevölkerung ausgemacht hat, dass sie mit diesen Autos in Urlaub gefahren sind und so weiter. Das ist ja ganz viel weg. Warum muss man denn immer, neulich haben wir gesagt, war immer so, die Leute und orientieren sich immer an der Kultur der Herrschen. Habe ich gesagt, nein, also das kann ich gar nicht einsehen. Warum wird diese Kultur nicht gepflegt? Warum sehen wir nirgends
ich habe gerade so ein bisschen Nationalsozialismus und die Roma gelesen und das ist ja auch ein Drama. Warum haben wir in keinem Museum davor irgendwo so einen Roma-Wagen stehen? Warum gibt es die gar nicht mehr? Ja, die haben 800 Jahre, haben die deutsche Geschichte, kommt gar nicht vor. Also das ist eine Einseitigkeit und die hatten ja immer Wagen, die waren immer ein fahrendes Volk. Das würde da ein bisschen dazugehören. Und warum sind die da nicht integriert und so weiter? Also da gibt es ganz viele Facetten, wo ich finde, die Demokratie ist eingeführt an der Wahlurne, aber sie ist nicht in die Kultur gekommen. Das ist meine Meinung dazu. Wenn ich da so sehe, eine Siedlung in Spandau oder sowas, also ich meine, da werden sie gefüttert, ja. Das ist, und wenn man wenig Geld hat, wird man noch mehr gefüttert. Also, und finde ich nicht in Ordnung. Also für eine Bildungsnation schon gar nicht. Ja, also da sind die Finnen sehr viel besser. Dies ist viel gleicher, liebe. Da ist viel weniger Anteilung. Also wir Vivien und ich würden Ihnen widersprechen. Wir hatten gerade bei der gemeinsamen Ausfahrt mit Ulf die Interessengemeinschaft der Opel GT-Fahrer in Spandau vor der Linse mit 7 Autos, die dieses Kulturgut relativ original erhalten und mit viel Freude dabei waren und uns verboten haben, mit unserem Fotoauto in die Kolonne einzufahren, damit das ganzheitliche Bild nicht zerstört wird. Als sie dann die Resultate gesehen haben, haben sie sich hinterher entschuldigt. Also ganz so schlimm ist Spandau auch nicht. Nee, aber es gibt so ein paar Gebiete. Ich habe jetzt nur so, ich wohne hier in Karo und im Buch gibt es auch ein paar so Quartiere. Ja, also es ist nicht so. Karo Nord ist auch schon so. Ich bin natürlich in dieser problematischen Situation, jetzt hier so reinzuplatzen und ich weiß nicht genau, über was alles gesprochen wurde, aber ich stehe halt gerade unter dieser, dem Eindruck der Alpenüberquerung mit dem Fahrzeug. Das ist ja was früher so das war in den 50er Jahren, was einfach eine Freiheit einfach kulturell auch definiert hat, die es ja heute gar nicht mehr gibt. Heute setzt man sich für 299 Euro in den Flieger und fliegt überall hin. Und das, was früher, also ich weiß noch genau, dass meine Eltern dann immer irgendwo zum Gardasee gefahren sind und Onkel Helmut kam dann mit dem Wohnwagen hinterher und Onkel Tante Dolly hatte dann das Zelt dabei und dann gab es ein Unwetter und dann sind die vom Campingplatz geflohen ins Hotel. Das sind Geschichten, die erlebt man heute in dieser All-Inclusive-Gesellschaft ja gar nicht mehr. Ich glaube, das könnte gemeint sein. Naja, das ist sicher ein Teil, einfach, dass man quasi bei seinen Sachen auch bleibt. Ich meine, natürlich, diese Kreuzschifffahrten haben vielleicht nicht so sehr viel Sinn, weil man immer, weil man ja gar nichts erfährt von der Welt. Ja. Man kann ja auch Fernsehen statt nur dran vorbeifahren. Es ist sehr viel umweltschonender und geldschonender. Aber das müssen ja die Menschen machen, wie sie wollen, wenn sie sich das alles leisten können. Aber es ist sehr wenig an Menschen, die ihr Geld eben dann so investieren, dass sie sagen, okay, ich will in Spandau einen ganzen Jugendclub für alte Fahrräder, Motorräder und Ausbildung. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die sich leisten könnten, in der Hinsicht ganz viel zu tun. Nein, sie machen lieber Cum-Ex-Geschäfte und fahren um die Welt und haben 7 Häuser, die man eh nicht bewohnen kann. Also das ist, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Das muss ja alles sehr belastend sein. Aber das ist die Tatsache, dass wir da nicht so ein gutes Netzwerk haben. Aber ich weiß zum Beispiel Hannover, ich weiß gar nicht, ob jemand von Hannover ist, haben riesige Bildungsvereine, wo wirklich die wohlhabenden Leute Hannovers sehr viel investieren in die Bildung von Kindern in der Stadt. Haben wir in Berlin nicht so. Ja, das ist also, Berlin ist da, also ist nicht so, so dass da Leute rumspazieren und denken, okay, wie kann ich hier wirklich etwas verändern in der Stadt. Und das ist sehr schade, das ist eine, wo ich hoffe, dass es sich noch ein bisschen ändert. Ja? Lisa Nura hat sich gemeldet. Habe ich das richtig verstanden? Nee, hat nur die Hand gehoben. Entschuldigung. Ja, ich kann Ihnen aber dann aus meiner Erfahrung aus dem letzten Jahr schon berichten, dass es da vielfältige Initiativen in Deutschland gibt,
und mehr als man so denkt. Ich denke mal an Nicolas Eichle, der mit seinem, ich habe den Namen wieder vergessen, kleinen Rennwagen, Mini. Ja, genau. Da war ich auch ein paar Mal mit ihm. Ja. In die Schulen geht und die werden von den Schülern restauriert. Ich denke an sowas wie die Kesselflicker, das ist die Kessel AG, die irgendwo in der Nähe von Ingolstadt, die mit ihren Auszubildenden einen ganzen Mercedes-Bus von 1970 restauriert hat, natürlich nicht ganz so fachgerecht, wie sie sich das vorgestellt hätten, weil er hinterher natürlich für Marketingzwecke eingesetzt werden soll. Oder an die Diakonie in Essen, die Langzeitarbeitslose in einer Oldtimer-Werkstatt in Essen beschäftigt. Mhm. Und dort werden diese H2-Citroën-Autos restauriert und einer neuen Verwendung zugeführt. Die verkaufen die dann und davon finanzieren sie dann den Ankauf neuer Fahrzeuge und die werden dann als Catering-Autos oder ähnliche Geschichten eingesetzt. Also wenn man so ein bisschen in die Welt guckt, dann sieht man schon, dass gerade alte Autos für solche Dinge sich eignen und durchaus auch eingesetzt werden. Wo ich Ihnen aber recht geben würde, ist, dass man dafür natürlich größere Plattformen bräuchte. Und dass, wenn man das bekannter macht, dass es dann auch mehr Nachahmer gäbe. Das liegt ja auch zum Teil an Gesetzen. Ich habe ja auch mal in England gelebt. Da gehen Mütter selbstverständlich in der Schule. Das Schulsystem ist jetzt wirklich nicht besser finanziert als hier, sehr viel weniger. Aber hier wäre es gar nicht erlaubt, dass eine Mutter in der Schule etwas oder ein Vater dahin geht und mit den Kindern etwas macht. In dem Maße, das ist immer ein versicherungstechnischer Grund, da braucht es einen riesen Aufwand. Also es ist natürlich auch alles sehr rechtlich sehr starrt, sodass es nicht so möglich ist. Aber da sind immer 5, 6 Mütter in der Schule mit gewesen, wo ich da Kinder hinbringen musste als jung und die haben da einfach mitgemacht, weil Not am Mann war. Punkt. Ja. Und machen die ja immer noch sehr viel freiwillig, weil das Land ja gar nicht sonst funktionieren würde. Und das ist natürlich, aber Berlin ist eine Großstadt, kann man vielleicht nicht so beurteilen, aber ich habe hier wirklich, wir haben auch schon in 8. Klasse unterrichtet und die wussten nicht, die wussten gar nichts, nicht wie man einen Knoten macht und die mit denen haben wir gewebt und da wollten die Jungs in der 8. Klasse waren entsetzt, dass sie aufhören mussten zu weben, die haben im Leben nie gewebt. Also das ist schon alles ein sehr trauriges Spiel, wenn man da in die Schichten geht, die wenig Chancen haben in diesem Land, in den Schulen. Das ist wirklich, da kann man schon ins Grübeln kommen und das sind eben, die sind natürlich brennend interessiert an allem, was irgendwie sich bewegt. Ja. Da gibt es riesiges Interesse und da gibt es immer Initiativen, aber es ist natürlich zu wenig durchgreifend, wenn man das so sieht. Mein Sohn ist ja auch Grundschullehrer. Da kommen Kinder zur Schule, die können nicht Treppe steigen, weil sie im Aufzug aufwachsen. Das ist also also so ist, das geht eben wirklich immer mehr auseinander. Das ist schon stark, diese Tendenz. Vivian. Aber das, wie Guido geschrieben hat, auch irgendwie gefühlt in unserer Kultur mittlerweile ein bisschen gewollt. Also kann mir keiner erzählen. Wenn dann Interesse daran hätte, das zu fördern, dann könnte man es auch machen. Und meine Schwiegermutter ist auch Schulleiterin in der Grundschule. Und wenn man das Thema Inklusion sich anschaut, da geht es halt schon los. Ja? Die Grundidee ist vielleicht keine schlechte dahinter, aber wenn ich halt einen Lehrkörper im Raum lasse und eben nicht dann 2 oder 3 bräuchte, dann muss ich mich nicht wundern, dass alles sich auf den Schwachen konzentriert und die Starken halt verhungern am Ende auch. Also geht auch andersrum halt in der Richtung. Das ist irgendwie schwierig geworden, finde ich. Es ist sehr schwierig, ja, natürlich, bei dem Lehrermangel. Ja. Naja, also da ist vieles nicht ganz so ideal, wie man möchte. Ja. Und das teilt natürlich die Gesellschaft immer stärker. Und mit Technik kann man halt sehr viele einfangen. Gerade von den jungen Männern, die sicher immer problematischer sind als die jungen Frauen, wenn ich das mal so ganz diskret sagen darf. Was? Aber wenn wir schon bei Schule sind und Auto und Wahrnehmung und so, mein jüngerer Sohn, der hat in der
sechsten Klasse ein Grundschuldiplom schreiben dürfen, müssen, sollen und hatte sich als Thema Ferdinand Porsche rausgesucht, der ja bekanntermaßen den Volkswagen erfunden hat. Und die Lehrerin wollte so ein Kapitalistenthema an der Schule nicht haben, evangelische Grundschule. Das ist wirklich spannend. Also man muss erst mal überhaupt begreifen, um was für Ecken da gedacht wird. Und weil das vorhin so ein bisschen das Thema war, ganz, ganz kleiner Exkurs, es wird in Potsdam gerade am wieder aufgebauten Schloss die sogenannte Engelstreppe rekonstruiert. Das ist also eine unglaubliche, eindrucksvolle, technisch wahnsinnig spannende Geschichte. Da werden also große Putten wieder an einer Treppe wieder aufgebaut, zum Teil auch mit Zeugs, was noch da war und zum Teil neu. Und kann man zu diesen Dingen immer stehen, wie man will, aber ein extrem Linker aus dem Potsdamer Stadtgeschehen hat sich jetzt also wirklich den absoluten Klops erlaubt und gemeint, dass das würde ja jetzt ein Pädophilentreff werden, weil da stehen nackte Putten. Putti. Und ich habe so, um die Ecke zu denken, also das muss man wirklich bei vielen Themen ja einfach nochmal machen, weil man gar nicht weiß, wie absurd die Leute denken können. Ja? Also wenn diese Lehrerin sagt, mein Sohn soll nicht über Ferdinand Porsche forschen in der sechsten Klasse, weil Kapitalismus einfach ganz schrecklich ist und der das sozusagen verkörpert. Man muss immer wieder bereit sein, sich vorzustellen, was bei manchen Menschen im Kopf passiert, um das einfach wieder runterzuziehen und zu sagen, und trotzdem verfolgen wir unsere Ziele. Ja, natürlich. Also, aber da muss man mit den Leuten müssen wir ja ins Gespräch gehen. Auch mit solchen Lehrern. Ich habe vergleichbare Erfahrungen in den 13 Jahren als meist stellvertretender Vorsitzender des Gesamtelternvertretung gehabt. Das kann ich also teilweise bestätigen, aber man kann eben in der Tat auch tatsächlich dann was dagegen tun. Und umgekehrt muss ich sagen, ganz so schlimm ist die Welt auch nicht. Die 30% des Einzugsgebietes des Gymnasiums war Moabit. Und es gab sehr viele Eltern, auch gerade mit türkischem Migrationshintergrund, die sich sehr bemüht haben um ihre Kinder. Aber um auf das Thema mal wieder zurückzukommen, ich bin ja auf einem nicht ganz unbekannten Internat zur Schule gegangen und da gab es in der 8. und 9. Klasse die Verpflichtung, einmal in der Woche 2 Stunden lang ein Handwerk zu erlernen. Und natürlich war die Autoinnung diejenige, die man nur per Glück und Los erreichen konnte, weil alle Knaben sich dafür interessiert hatten. Ich habe es damals nicht geschafft, deshalb ist mir wahrscheinlich auch eine Karriere als Restaurator oder Konstrukteur verwehrt geblieben. Aber ich glaube, dass das auch immer noch so ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Ansatz, dass wir eben diese Bildungsinitiativen, die wir in der Szene ja durchaus haben, stärker in den Vordergrund stellen sollten und kommunizieren, damit andere auf die Idee kommen, das auch zu machen. Wir werden ja nicht von Staats wegen sagen können, wir machen jetzt morgen irgendwie eine neue Bildungspolitik und kopieren das. Es war ja nicht alles schlecht in der DDR. Zum Beispiel das Abitur mit Berufsausbildung, was ja eigentlich... War sehr gut. Die Bildung war ja sehr gut, ja. Also dieses Instrument war zumindest eines, was gar nicht so schlecht gewesen ist. Aber Stückwerk können wir schon leisten und einzelne Kommunikation nach vorne treiben. Und jetzt erlaube ich mir noch den Hinweis auf den ursprünglichen Antrag bei der UNESCO-Kommission, der ja die Idee hat, genau solche Initiativen dann auch nach vorne zu stellen und zu promoten, weil der Badge an sich aufgenommen in das nationale Register, Entschuldigung, in das Bundesregister, versagt ja, wenn man kommunikativ nichts damit anfängt. Ja, das geht dann immer ganz schnell. Aber es müssen ja immer ein paar da sein, die es machen, ja. Ja, vielleicht könnte man allen Kreuzfahrtschiffsbesuchern sagen, ob sie nicht mal Kreuzfahrt durch Moabit und Wedding und so weiter machen und die Welt da entdecken, statt
in ihren Schiffen zu sitzen und nicht mehr nach Hause zu können, weil die nächste Corona-Epidemie irgendwo ist. Okay. Liebe Freunde, es ist 19 Uhr. Gibt es gibt es noch Aussagen, Wünsche, Wortmeldungen oder ähnliche Geschichten? Also wenn Sie möchten, könnte ich so einmal im Jahr sowas machen. Ja, so dass das so ein bisschen, dass man es auch nochmal mit ein bisschen vertiefen kann oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre doch eine sehr schöne Idee. Der Vortrag hat uns die Augen für ganz neue Aspekte geöffnet. Und ich bin ja auch so ein Schopenhauer-Fan. Immer wenn man den unterbringen kann, bin ich ja ganz zufrieden.